voordat het zich kon doorzetten in de wetenschap en in het algemene publiek. Voor wat Sondi betreft komt daar beslist nog bij de perikle van zijn eigen levensgeschiedenis, die hem weliswaar de gelegenheid gaf tot een ruime verdieping van zijn menselijke ervaring, doch anderzijds ook zeer veel moeilijkheden teweegbracht in de verspreiding van zijn ideeën en vooral ook in de regelmatige vorming van zijn leerlingen. Leopold Sondi werd geboren in 1893 in een perifeer dorp van het toenmalige Imperium Oostenrijk-Hongarije en is dus, zoals hij thans voor u verschijnt, 81 jaar oud. Hij was de voorlaatste van de 13 kinderen van een zeer gelovige Joodse handwerker die enkele jaren later overtrok naar Boedapest, waar de jonge Sondi dan ook zijn volledige studiegang zou doormaken. Voordat het zover kwam, had hij echter ook reeds de gehele Eerste Wereldoorlog moeten doormaken als lid van de gezondheidsdienst van het leger van zijn land, wat hem, zoals hij met humor wel eens bemerkt, de gelegenheid gaf om zijn leven te zien gered door Sigmund Freud. Niet in persona, want ironischerwijze hebben de beide vorsters mekaar nooit persoonlijk ontmoet, maar in de gestalte van een exemplaar van Freuds Traumdeutung, dat de jonge soldaat steeds met zich meedroeg in zijn rugzak en waarin op een dag een schrapnel bleef steken die waarschijnlijk anders een einde had gesteld aan zijn eigen lot. In 1941 werd hij uit zijn onderwijsambt ontslagen wegens zijn toebehoren tot het Joodse ras. De man wiens levenswerk zich toen reeds had toegespitst op het scheppen van een nog uit te bouwen eigen navorsingsrichting, de zogenaamde Schicksalsanalyse, dit wil dus zeggen de lotsanalyse, zag op deze wijze zijn eigen lot in het hoogste gevaar gebracht, zowel voor wat de wetenschap betreft als voor wat zijn hoogleraarschap betreft. In 1944 werd hij zelfs gedeporteerd naar het concentratiekamp van Bergen-Belsen, waaruit hij, voor een tweede maal tenminste, bijna miraculeus kon aan de dood ontsnappen, doordat hij een van de eminente Joden werd die door de nazi's tegen baar goud als mensenmateriaal werden verkocht en letterlijk en figuurlijk naakt over de Zwitserse grens gedeponeerd. Op dat ogenblik kon dokter Sondi als het ware voor wat zijn leven, zowel als voor wat de wetenschap betreft, opnieuw bijna van nul starten. Dit boek, de Schicksalsanalyse, werd dan het eerste van de 5 grote delen waarin eigenlijk de Magna Carta van de gehele discipline is neergelegd. Het meest beroemd van deze 5 delen en het meest verspreid werd ook natuurlijk het leerboek van de experimentele diagnostiek van de driften. Dit wil zeggen het handboek tot gebruik van de test. De Sondi-test die we hier in handen hebben bestaat uit een reeks van foto's van diverse geesteszieke mensen die aan de proefpersoon worden voorgelegd met de vraag om daartussen volgens zijn persoonlijke sympathieën en antipathieën beelden uit te kiezen. Verschillende van zulke reeksen worden na elkaar voorgelegd en er wordt dan een som opgemaakt van wat men zou kunnen noemen de persoonlijke affiniteiten van iedere proefpersoon voor die types van geestesziekten, wat echter wil zeggen de persoonlijke driftmatige tendentie niet alleen om zulke ziekten te ontwikkelen, maar ook om te komen tot positieve levens- en lotsmogelijkheden die daarmee in een zeker verband staan. Voordat we deze test verlaten,
wou ik echter toch nog één voorbeeld citeren van de trefkracht van zulke proef. Voor enkele jaren kreeg Sondy langs de post eens de resultaten van een dergelijke opname toegestuurd, met als enige inlichtingen over de man waarvan deze test was afgenomen, zijn geslacht precies en zijn leeftijd. Gewoonlijk gaat hij op zulke aanvraag tot zogenaamde blinddiagnoses niet in, maar hij was in dit bijzonder geval onmiddellijk getroffen door een eenmalig beeld dat hem voor de ogen sprong, een beeld dat geen equivalent had in de duizenden of zelfs tienduizenden reeds bekende protocollen, namelijk in de zin van een bijna onverzadigbare moordzucht bij deze man. Welnu, deze man bleek niemand anders te zijn dan de toen in de Israëlische gevangenis op zijn proces wachtende beruchte Eichmann. Maar daarmee verlaten we de test om nog even te verwijzen naar de latere publicaties van onze auteur. Bijvoorbeeld naar de kleine bundel van opstellen die binnenkort ook in vertaling zal verschijnen met de typische titel Vrijheid und Zwang, Vrijheid en Dwang in het lot van de enkeling. En vooral dan naar het diptychon waarmee Sondy zijn levenswerk wou afsluiten en dat hij gewijd heeft aan de twee contrasterende figuren van Kain en Mozes. Ik heb daarvan hier in handen het eerste werk. Kain vormen gestalten figuren van het boze, waarop dan nog een compliment verschenen is onder de titel Mozes antwoord op Kain. Herr Sondy, Sie haben Ihre Forschungsrichtung Schicksalsanalyse getauft. Darin ist natürlich eine Anspielung auf Freuds Psychoanalyse, aber andererseits steht also zentral der Begriff des Schicksals. Wie würden Sie jetzt in Ihrer Auffassung, also diesen Begriff des Schicksals, umschreiben? Ja, oft hat man mich gefragt, wie kommt ein naturwissenschaftlich geschulter Arzt dazu, dass er sich anstelle von der Medizin mit Schicksal beschäftigt. Das Schicksal ist ja kein Organ. Man kann es nicht auskultieren, perkutieren, sondieren. Was hat der Mediziner, der Arzt, mit Schicksal zu tun? Ich war aber anderer Meinung. Erstens stamme ich von einer Familie, wo 12 Geschwister geheiratet habe und ich habe gesehen, dass Wahl macht Schicksal. Und infolgedessen habe ich mich hauptsächlich mit Wahlproblemen beschäftigt, um das Schicksal wirklich durchzuleuchten. Nun, so kam ich zu der Definition, dass das Schicksal die Gesamtheit aller Existenzmöglichkeiten ist, unter denen der Mensch zu wählen vermag. Nicht immer, aber er könnte wählen. Wichtig ist, dass das Schicksal nicht allein einzig ist, sondern dass das Schicksal mehrere Existenzformen innehat. Mhm. Das war das Grundprinzip der Schicksalsanalyse. Und das zweite war, dass man wählen kann. Die Schicksal ist somit nicht eine determinierte Wissenschaft, weil sie ja glaubt an der Freiheit des Willens. Ja, Sie haben damit also schon betont, dass auch Ihre persönliche Abkunft Ihre Rolle bei der ganzen Konzeption gespielt hat. War es dann aber nicht so, dass auch die Lektüre und die Figur von Dostojewski diese Gedankengänge kristallisiert haben, der verschiedenen Möglichkeiten? Das stimmt.
1911 war das Jahr, wo ich fast alle Dostoevsky-Werke gelesen habe. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt ein Schriftsteller dazu, dass er lauter Mörder und Heilige als Romanhelden darstellt? Und dann habe ich mir eine Theorie aufgebaut, dass in Dostoevsky selbst müssen Mörder und Heilige sein und auch in seiner Familie und aus der Familie, aus dem Erbgut der Familie muss er Mörder und Heilige in sich tragen, die er dann hinaus verlegt hat in seinen Werken. Später erschien die Biografie von Dostoevsky, und zwar durch einen russisch-französischen Schriftsteller, ich glaube Troja. Nicht wahr? Und der hat in der Tat gesagt, dass seit dem 70. Jahrhundert hauptsächlich Mörder und Heilige in seiner Familie waren. Er hatte zum Beispiel eine Großtante gehabt, die ihren Mann getötet hat. Und einige Dostoevskis waren sogar Raubmörder, aber auch Heilige, die Kirchen gebaut haben und so fort. Und die kommen dann in Karamasow als Starez Sosima oder Aljoscha auf der einen Seite und als Merjakow auf der anderen Seite in seinen Romanen vor. Damals war ich so kühn noch, dass ich die ganze Geschichte einmal in einer Gesellschaft vorgetragen habe, als Wahl der Romanhelden. Die Wirkung war merkwürdig, fast so wie heute gegenüber der Schicksalsanalyse. Es waren einige, die sich sehr echauffierten für diese Idee. Es waren aber die meisten, die gegen die Idee waren, und das ist ein Ausgeburt des Gehirns, sagten sie. Und ungefähr das war dann später die Wirkung, als ich dann die Schicksalsanalyse geschrieben habe. Das war eigentlich das Grunderlebnis. Das zweite Erlebnis war 5 Jahre später in Wien. Da war ich als Sanitätsleutnant in Rekonvaleszenz in einem Spital in Wien. Und da habe ich eine Neigung zu einer Dame gehabt, die blond war, sächsischer und christlicher Abstammung und Sprachlehrerin. Und ich habe mich sehr verliebt. Und nach einigen Wochen wache ich vom Traum, vom Schlaf auf, habe geträumt, und zwar folgendes. Meine Eltern sprechen über meinen Halbbruder, über den Ältesten, der auch Mediziner war, der auch in Wien war, auch in Wien verliebt war, und die Dame war auch blond, sächsischer Abstammung, und sogar Sprachlehrerin und Christ. Das hat mich erschüttert. Und zwar so, dass ich mir sagte, ist das möglich, dass ich das Schicksal des Bruders wiederhole? Bin ich eine Reproduktion meines Bruders? Und was habe ich getan? Um 6 Uhr bin ich aufgestanden, habe mich zum Rapport gemeldet und bin zurück zum Regiment gefahren. Seitdem habe ich über diese Dame gar nichts gehört. Die Konvaleszenz war abgeschlossen. Ja. Dieser Traum hat mich sehr beschäftigt in meiner Selbstanalyse, die ich in einem Berghotel später gemacht habe, wo ich 4 bis 6 Stunden auf einen Couch lag, und dieser Traum, das heißt die
Gleichheit der zwei Schicksale von zwei Brüdern, die ganz sicher unbewusst waren. Mhm. Ich war ja nicht mal am Leben, als diese Geschichte mit meinem Bruder geschah. Das war 30 Jahre vor mir. Ja, sehr wichtig scheint mir dabei auch die Ähnlichkeit mit Freud zu sein. Also auch die Beobachtung der eigenen Träume, die dann fortgesetzt wird in einer Selbstanalyse, ja, ist sehr wesentlich für die Entwicklung der ganzen Konzeption gewesen. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja. Und andererseits hat ja wohl genau wie bei Freud auch die klinische Erfahrung mitgeredet. Was waren die klinische Erfahrungen aus dem Patientengut, die ähnliche Gedankengänge? Ich war ein ganz junger Arzt. Und dann kam eine Dame mit ihrem Mann in die Sprechstunde. Und die Frau erzählt mir, dass wenn sie dem Kind Medikament gibt, dann hat sie die Zwangsidee, dass sie das Kind, ihr eigenes Kind, vergiftet. Wenn sie dem Kind Süßigkeiten gibt, glaubt sie, sie vergiftet das Kind. Wenn sie Gäste hat und ihnen Süßigkeit gibt, dann quält sie sich ab, dass sie diese Leute eigentlich vergiftet. Und dann fragt sie mich, sagen Sie mal, haben Sie schon eine Frau gesehen, die sich mit solchen Dummheiten abgibt? Dann habe ich ihr geantwortet, schauen Sie, seit Jahren kommt eine alte Frau zu mir in die Sprechstunde. Und diese alte Frau hat dieselbe Zwangsideen wie sie. Sie glaubt zum Beispiel, dass wenn die Leute bei ihr trinken, dass das Wasser vergiftet ist. Wenn die Leute von ihrem Getreidegeschäft Getreide kaufen, dass sie das ganze Dorf vergiftet. Der Mann, der neben ihr saß und kein Wort bisher gesagt hat, antwortete mir, ich kenne diese Frau. Wieso? Diese Frau ist meine Mutter. Dann habe ich gesehen, dass die Wahl familiär ist, und dass sie wiederkehren kann in den Nachkommen. Aber mein Beispiel mit diesem Traum zeigt mir ganz klar, dass man gegen diese familiäre Bedingtheit der Wahl mit dem Ich einen Widerstand ausüben kann. Mhm. Nämlich den Widerstand, dass man nicht will. Dann bin ich zum Regiment zurückgekehrt. Ja, ich glaube, damit haben wir ein sehr gutes Bild bekommen von den anfänglichen Erlebnissen und motorischen Momenten der Schicksalsanalyse. Wie geht dann die Entwicklung vor sich der ganzen Disziplin als eigentlicher Forschungsrichtung? Ich glaube, zuerst steht da wohl Familienforschung und dann kommt der sogenannte Sondi-Test. Ja, viele glauben, dass der Test früher war als die Schicksalsanalyse, und das ist nicht wahr. Mhm. Schon diese Erlebnisse zeigen, dass die Schicksalsanalyse eigentlich früher kam als der Test. Der Test, die Geschichte des Testes ist sehr einfach. Da ich die Bedingtheit oder sagen wir die Erbteile der Wahl zu bestimmen, musste ich Stammbäume machen. Und diese Stammbäume kosten unendlich viel Zeit. Ich habe einen Stammbaum mit vielen Ärzten zusammen gemacht, was über ein Jahr dauerte. Und da habe ich mir gesagt, wie wäre, wenn ich anstelle von Stammbaum die kranke Bilder den Leuten zeige und wählen lasse. Mhm. Merkwürdigerweise ist das sofort gelungen.
was sehr lange dauerte, das war die Auswahl der Bilder. Das zweite war die Dechiffrierung des Textes, was diese Wahl bedeutet. Und so kam ich dazu, dass jede Wahl von irgendeiner Kategorie sowohl krankhafte wie gesunde Eigenschaften aufdeckt. Kann man vielleicht ein bestimmtes Beispiel geben, womit ersichtlich wird, wie die Zusammenhänge liegen, wie also die Wahl des Bildes eines bestimmten Kranken als sympathisch in einem Zusammenhang steht mit bestimmten Eigenschaften, auch gesunden oder Berufseigenschaften in einer Familie? Ein schwer neurotischer Mathematiker, damals war er noch neurotisch, hat sich eingebildet, er ist der größte Mathematiker der Welt. Er war 21-jährig, hat wirklich sehr viel von Mathematik verstanden und war ein guter Mathematiker, aber nicht der Erste und nicht der Größte. Und dieser Mann hat 6 oder 5 paranoische Bilder sympathisch gewählt. Kein einziges Bild hat antipathisch gefunden von den Paranoikern. Hingegen sagen wir, die Katatone oder die epileptische Bilder, die hat abgelehnt. Dann habe ich den Stammbaum gemacht und in der Tat fand ich schwere Paranoiker in der Familie, die er also unbewusst im Test gewählt hat. Aber noch mehr, ich habe einen sehr berühmten Psychiater in derselben Familie gefunden. Und damit wird also ein Zusammenhang eingesetzt, aber zwischen Paranoiker und Größenwahn, was wir wissen, aber auch bestimmte Berufswahlen wie Mathematik oder Psychiatrie in dem Fall, die positive Gegenmöglichkeiten sind zu dieser Erkrankungsmöglichkeit im paranoiden Sinne. Aber das war wieder eine sehr große Arbeit, dass ich die Berufskreise aufgestellt habe und die Korrelation festgestellt habe zwischen Berufskreise und Krankheitskreise. Mhm. So hat sich dann gezeigt, dass sogenannte Anfallsmenschen, zum Beispiel die Epileptiker, Wie Dostoevsky, dass die eine ganz genaue Beziehung zur Religion haben. Oder ich sage Morbus Sacer, wie man die Epilepsie früher genannt hat, eine ganz innige Beziehung zu Homo Sacer, also zu dem heiligen Menschen hat. Sehr viele Priester, Nonnen, stammen aus Familien, wo Anfallskranke vorkommen. Natürlich nicht immer Epileptiker. Sie können Migräneanfälle haben oder Asthmaanfälle. Auch der Stotterer gehört in diesem Anfallskreis. Mhm. So dass man hat ganz klar gesehen, dass Anfallskranke ahnen, den Menschen im Beruf dazu bestimmen, heilige Berufe zu wählen. Nonne, Mönch, Arzt, sehr häufig Chirurg. Oder auch Richter, wenn ich. Oder auch Richter oder Staatsanwalt. Gesetzesmenschen. Und da der Anfall eigentlich eine tötende Handlung ist, sage ich, dass die tötende Gesinnung vertauscht werden kann mit einer ethisch, moralisch, religiös hochstehenden Gesinnung. Mhm. Und in diesem Sinne sind die Polaritäten überall anwesend.
immer positive und negative. Krankhafte Möglichkeiten. Ja, die positive sind die Berufe und die negative sind natürlich die Krankheiten. Viele Psychiater stammen aus Familien, wo sehr viele Paranoiker sind. Ich kenne hier zwei weltberühmte Psychiaterprofessoren, wo eine ganze Reihe Schizophrenie in der Familie, paranoide Schizophrenie in der Familie sind. So dass, ich möchte sagen, das, was erblich bedingt ist, ist die Atmosphäre, wo man arbeiten will. Oder wo man gut arbeiten kann. Die Atmosphäre, das Suchen der Atmosphäre oder sagen wir den Berufsraum mit Geruch, mit Lärm, die ganze Szenierung sucht man und darum fühlen sich die Psychiater, die aus einer schizophrenen Familie stammen, sehr gut in der Anstalt. Hingegen diejenigen, die 2-3 Jahre in der Anstalt sind, dann werden sie Psychoanalytiker und gehen in die Welt hinaus und überhaupt von Psychosen nicht wissen wollen, das sind eben keine wirklichen Psychiater. Das sind Psychoanalytiker. Die sublimieren im Beruf wahrscheinlich etwas völlig anderes. Ich glaube, da kommen wir vielleicht dann schon auf das Prinzip der Gesamtkonstruktion des Testes. Also wir sehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Krankheiten, Geistes- oder sogenannte Nerven- oder Gemütskrankheiten einerseits und positive Möglichkeiten einer Eignung für bestimmte Berufe andererseits. Ja. Und zugleich haben Sie schon gesagt, dass haben Sie schon den Hinweis gegeben auf die Psychoanalyse. Kann man es dann so sagen, dass das Prinzip der Psychoanalyse, das ja auch ist, dass in jeder Geistes- oder Gemüts- oder Nervenkrankheit ein bestimmtes allgemein menschliches Problem steckt, dass dieses Prinzip in der Schicksalsanalyse auch wiederkommt, aber ausgeweitet wird auf die ganze Psychiatrie. Das stimmt. Hauptsächlich, wenn man mein Triebsystem anschaut. Ja. Ich habe die Freudsche Psychoanalyse 100%ig übernommen. Ich habe aber aus den 2 Triebe, die Freud betont, nämlich Lebens- oder Liebestrieb und Todestrieb, nur 2 Triebbedürfnisse gemacht. Oder wie wir es sagen, einen Vektor und 2 Bedürfnisse. Das Bedürfnis zu lieben und das Bedürfnis zu töten. Aber das sind bei uns von 8 Bedürfnissen nur 2. Und wir haben dann im Triebsystem weitere 6 Bedürfnisse als Triebbedürfnisse erachtet. So zum Beispiel das Bedürfnis zu Wut, Hass, Zorn und Rache und auch zum Gewissen oder das sich zeigen und das sich verstecken oder etwas in sich einverleiben, also identifizieren, durch Introjektion oder aber es zu verneinen. Dann die Projektion. Die Projektion. Was aus sich hinaus. Etwas hinaus verlegen und die Verdoppelung, das alles Sein zum Beispiel. Und dann noch die depressive Stimmung und die depressive anale Klebrigkeit und dann natürlich die Anklammerung, das Hängen an jemanden und das Abtrennen. Je zwei Bedürfnisse stammen teils von Freud, teils von Imre Hermann. Die 2 letzte hat schon
begonnen Imre Hermann in Budapest. Und zwar als Anklammerung und auf die Suche gehen. Ich bin nicht von Hermanns Trieb, sogenannte Urtriebe ausgegangen, sondern von der Psychiatrie. Ich habe gesagt, dass die Depression kommt, wenn man nicht kleben kann und auf die Suche gehen kann, weil man das Objekt verloren hat. Und die Anklammerung, was Hermann so betont, von Kleinkind ab, diese Anklammerung heißt halten. Ein Halt zu haben. Und das Gegenteil, die Haltlosigkeit. Und das steht im Zusammenhang mit den manisch-depressiven Erkrankungen. Ja. De Schicksalsanalyse berust dus op een dubbel principe. Enerzijds wordt het geheel van de psychiatrische ziektebeelden, van de essentiële ziektebeelden, in één systeem gebracht. Die in samenhang worden gebracht tegelijkertijd met een systeem van positieve mogelijkheden, speciaal in de beroepskeuze. Anderzijds worden zowel deze ziektemogelijkheden als ook de sociaal en menselijk meer positieve mogelijkheden in het beroep teruggebracht op de dynamische werking van een zogenaamd systeem van driften. Systeem dat ook de basis vormt voor de interpretatie van de test. Dit systeem is opgetekend in het beroemde schema van de testopnamen, waarin we zien dat het bestaat uit 8 zogenaamde driftfactoren, gegroepeerd in 4 driftvectoren. Al deze factoren ontlenen hun naam aan de ziektebeelden die in de vorm van patiënten in de foto's van de test vertegenwoordigd zijn, namelijk telkens 1 homoseksueel, 1 sadistische moordenaar, 1 epileptiker, 1 hysterische patiënt, 1 katatone schizofreen, 1 paranoïde schizofreen, 1 depressieve en 1 manische patiënt, respectievelijk dus gegroepeerd in de seksuele vector, de paroxysmale vector van de ziekten die in crisissen verlopen, de schizofrenie vector en de contactvector. Heel speciaal misschien heeft Sondy zelf bijgedragen tot de psychologie van de paroxysmale vector, waartoe positief gesproken behoort de ethiek en de moraliteit. En speciaal over de factor E van de epileptische patiënt, waartoe positief behoort de wetgever, Mozes, en negatief de Kain, de doder. Also, das erste war eigentlich, dass ich die psychiatrische Krankheitsbilder in Fotobilder umgesetzt habe. Dieser Schritt war ausschlaggebend in Bezug auf die Brauchbarkeit des Testes. Später aber habe ich gesehen, dass mit dem Test bedeutend mehr eruiert werden kann als nur eine psychiatrische Diagnose. Noch mehr, ich habe gesehen, dass die psychiatrische Diagnose sehr häufig überflüssig ist. Der kranke Mensch hat mehrere Diagnosen und dass der gesunde Mensch hat auch mehrere Hobbys, die er als Beruf ausüben könnte. Und daher die Feststellung, dass der Mensch nicht ein Schicksal hat, wie man das im Allgemeinen annimmt. Dann kam etwas, nämlich dass ich die Bedürfnisse auf 2 Tendenzen aufgeteilt habe, auf positive Tendenzen und auf negative Tendenzen. So dass meine Denkart allmählich dialektisch wurde, wobei als Kriterium des dialektischen Denkens ich betonte eine Gegensätzlichkeit. Allein nicht genügt, um die Denkart dialektisch zu nennen. Man muss aus die Gegensätzlichkeiten, aus die Polaritäten ein drittes machen, was neu ist. Und das ist eigentlich das Menschliche.
dass man von den Gegensätzlichkeiten, von der Dialektik, wie der Mensch aufgebaut ist, etwas Neues macht. Ich war wie in einem Tunnel drin. Und als ich herauskam aus diesem Tunnel, habe ich versucht, die Welt wieder zu erkennen, zu werten. Und was sah ich? Die Welt, und das war nach 65, 63 habe ich das letzte Buch geschrieben, über das fünfte Buch der Schicksalsanalyse, war die Welt vollständig anders. Die Frauen waren Männer und die Männer wurden Frauen. Sie tragen Pelze, große Haare und so fort. Aber nicht das, das ist ertragbar, diese Inversion. Das Furchtbare waren die Kriege überall. Man hat eine Zeitung in der Hand genommen und überall Krieg, Krieg, Krieg. Und dann ist mir der Kain eingefallen. Die tötende Gesinnung Kains. Da habe ich mich mit Kain mehr beschäftigt. Besonders habe ich die Legenden über Kain, erstens die jüdische Legende, die Ben-Gurion zusammengestellt hat, dann sind syrische Legenden, persische Legenden, dann noch weiter griechische und lateinische Legenden. Und die habe ich gelesen. Und da hat sich herausgestellt, dass Kain ein Genie war. Er hat zum Beispiel den Kapitalismus entdeckt, was zu jener Zeit eine sehr große Leistung war, dadurch, dass er Zäune gebaut hat und auf diese Art betont hat, das ist mein. Und ähnlicherweise hat er sehr viel ähnliche Gedanken eigentlich bewirkt. Natürlich auch tötende Gedanken. Und wie kommt dann der Unterschied zu Mose? Denn Mose war auch ein Kain. Und dann habe ich mich, als Kain fertig war, oder als ich noch an Kain arbeitete, habe ich immer gesehen, dass eigentlich die kainitische, tötende Gesinnung in Mose genauso drin war wie in Kain. Man kann sagen, dass das Primäre in allen Menschen, also auch in Mose als Mensch, der Kain, drin war. Darum hat er ja diesen Aufseher, der einen Juden geschlagen hat, getötet. Und zwar, man könnte sagen, er wusste, dass er ihn töten wird. Und zwar, die Bibel schreibt, er hat sich zuerst nach rechts und nach links, das heißt, zuerst muss ich nach rechts schauen und dann nach links schauen, umgeschaut, ob niemand da ist, und dann hat er getötet. Und dann hat er die Leiche im Sand eingescharrt. Und dann, als er hörte, dass man weiß, dass er jemanden getötet hat, ist er nach Midian geflüchtet. Es gibt eine wunderschöne Legende über Mose. Jethro, der Oberrabbiner der Midianitiner, der hat Mose angeblich in eine Grube hereingeworfen und die Zippora hat Mose gefüttert während dieser Zeit, aber insgeheim. Und nach 10 Jahren geht sie zum Vater und sagt, man sollte nachschauen, was ist mit diesem Fremden, der hierher geflüchtet ist, was geschah mit ihm? Die gehen hin und hören Lobgesänge zu Gott. Da beginnt eigentlich die Umwandlung der tötenden Gesinnung zu einer religiösen Gesinnung.
Und diese religiöse Gesinnung hat den Kain nicht ausgelöscht. Man weiß aus der Bibel, dass Mose die Juden in der Wüste dezimiert hat. Man weiß, dass er einmal 250 Leute das Leben genommen hat. Und noch mehr. So dass der Kain ist in Mose geblieben. Aber er hat getötet, um den Reichtum Gottes zu sichern. Also er hat eigentlich zur Schutz der Religion, zum Schutz Gottes getötet. Und das ist natürlich der Kain, der zu einem Mose sich umgewandelt hat. Und der dann das Gesetz bringt gegen das Töten. Und so kam, ja, und so kam eben der Gedanke, dass Gesetze bringen die, die die Gesetze brechen wollen oder gebrochen haben. Ein klassisches Beispiel, dass der Mensch nicht ein Schicksal hat. Man kann von einem Mörder einen so religiösen Mann wie Mose machen. Also in jedem von uns steckt ein Kain und ein möglicher Mose sozusagen. Kann man dann auch ähnliche Beispiele angeben aus anderen Bereichen? Nicht aus dem ethisch-moralischen Bereich, sondern zum Beispiel aus dem sexuellen oder dem Psychosebereich? Aus dem sexuellen Bereich habe ich einen ganz merkwürdig interessanten Fall gesehen, wo die ähnliche Wandlung, aber in negativen Richtung. Ich habe einen Sittendetektiv in Behandlung gehabt, der so lange der beste Sittendetektiv in Budapest war, den man kannte. Und einmal war er schwach und hat Geld angenommen und hat den Betreffenden nicht hochgenommen. Und was geschah? Man hat ihn als Detektiv entlassen und nach einigen Wochen ist er schwer Paranoiker geworden. Natürlich, schicksalsanalytisch heißt das, er war immer Paranoiker. Er hat aber das Wesen der Paranoia, nämlich auf die Spuren gehen und seine eigene krankhafte Sexualität in Beruf als Sittendetektiv wunderbar ausleben können. Und in dem Moment, wo man ihm das nicht erlaubte, ist er regrediert bis zum Paranoia. Ja, vielleicht können wir als drittes Beispiel am besten uns selbst hinstellen. Also ein jeder Mensch hat bestimmte Probleme, die er positiv verarbeitet, auch der Psychiater. Also das beste Beispiel diesbezüglich ist eben ein sehr großer Mann und bekannter, europäisch bekannter Psychiater in Zürich. Er war Direktor einer Anstalt zu einer Zeit, wo seine Schwester mit schwer Katatonie lag. Ein anderes Beispiel habe ich erlebt. Ich habe einen sehr guten Freund gehabt. Der Oberarzt war in einer psychiatrischen Klinik. 20 Jahre war er Oberarzt. Dann ist er Psychoanalytiker geworden. Und während er Psychoanalytiker war, ist er plötzlich in meiner Sprechstunde erschienen. Du, ich habe Angst, ich werde verrückt. Dann habe ich ihn beruhigt und er ist weggegangen. Aber in derselben Anstalt starb sein Bruder als Schizophren. Seine Mutter war ebenfalls Paranoika. Der zweite Mann von der Mutter war auch Paranoika. Leider ist er selber, als er über 70 war, schizophren geworden und ist gestorben als Schizophren. Obwohl er einer der besten Psychiater
von Ungarn war. Ja, vielleicht sogar hat diese Anlage ihn befähigt zur eigenen Forschung in diesem Bereich. Ganz sicher, die Forschung ersetzt die Erkrankung. Mhm. Damit kommen wir eigentlich schon wieder zum allgemeinen Thema, womit wir angefangen haben, von Wahl und Schicksal bzw. Zwang und Freiheit in der Schicksalsanalyse. Wie könnte man das also beim nähernden Abschluss wieder neu fassen? Also da habe ich sehr viel Kritik bekommen. Man hat zuerst gesagt, dass ich schlimmer bin als Calvin. Strenger und determinierter. Das hat man geschrieben. Die Leute haben nämlich geglaubt, dass ich auf dem Standpunkt stehe, dass nur die latenten Ahnen sind imstande, die Wahl zu lenken. Und immer zum Schlechten. Und immer zum Schlechten, ja. Und dann kamen natürlich Beispiele, wo man eben zeigen konnte, dass das nicht so ist. Dass man auch das Gute bei den Ahnen wählen kann. Ich sag Ihnen ein Beispiel. Ich habe vor etwa 15 Jahren einen Mann, der ein Großkaufmann von Obst war in Deutschland, analysiert. Er musste von Deutschland weg, weil er sehr viele Prozesse hatte, dadurch, dass er einige Waggonladungen von Obst als schlecht erachtete, und sie waren nicht schlecht. Auf diese Art hat er Prozesse gehabt und musste in die Schweiz kommen und wollte nach Amerika. Und der hat eine ganz merkwürdige Neurose gehabt, nämlich ein Angina pectoris. Mit dieser Angina pectoris ist dann 9 Jahre von einem Herzkranken Herzarzt zum anderen gegangen. Die Leute haben gar nichts gefunden, aber er hat weiter in der Nacht diese Anfälle bekommen. Bis einer in der Schweiz sagte, das sind Pseudoangina pectoris. Anfälle, gehen Sie in Analyse. Und so kam er zu mir. 5 Monate ungefähr habe ich ihm, oder 4 Monate analysiert, ohne zu wissen, ob es Pseudo oder ein richtiger Angina pectoris ist. Und dann kam ein Traum. Und dieser Traum war sehr interessant. Der Traum spricht von einem Telefongespräch. Jemand ruft ihn an und sagt ihm, was ist mit der Wasserleiche? Dann fragt er ihn, wer bist du? Und er antwortet nicht. Was für Wasserleiche? Er antwortet nicht. Aber ich habe das Wort Wasserleiche aufgefangen und habe es 11-mal ihm exponiert. Und zwar mit der sogenannten Hammerschlagmethode. Eine Abweichung von der Freudschen Assoziation. Ich wiederhole dasselbe Wort mehrmals und sehr rasch. Wasserleiche, Wasserleiche. Und als ich so ungefähr bei 8 Wiederholungen war, sagte Herr Doktor, Herr Doktor, es ist mir schlecht. Da habe ich einen Eimer gebracht, Wasser gebracht und weiter assoziiert, Wasserleiche, Wasserleiche. Und plötzlich sehe ich, dass der Mann fängt an, wie eine Katze zu paddeln und glucksen. Und das war sein Angina, was er Angina pectoris nannte. Dieses furchtbare
Paddeln und das Ertrinken. Das Gefühl, er ertrinkt. Dann habe ich gesehen, es ist wirklich Pseudangina pectoris. Ich habe es weiter assoziiert. Dann zum Schluss kommt er zu der Feststellung, jetzt weiß ich, was meine Pseudangina ist. Er selber. Und sagt, dass er hat darum diese Anfälle gehabt, weil er mit 4 Jahren von der Mutter zu einem Pastor geführt wurde. Dort der Pastor ihm aufgenommen wurde, sofort weggefahren. Und er traurig, vereinsamt im Garten herumging und einen kleinen Wagen hat das geschleppt mit sich. Dann sieht er dort eine Katze. Fangt die Katze und gibt es im Wagen hinein. Was macht die Katze? Sie springt heraus. Das hat die Katze 3-mal gemacht. Und er war so wütend, dass er die Katze fang und in einer Tonne Wasser hereingeworfen hat. Die Katze kommt hinauf und paddelt und gluckst. Ich muss noch sagen, nachträglich, dass die Tonne wurde nach einer Woche geleert. Und im Wasser war die Wasserleiche. Die Wasserleiche. Und der Traum, den ich erzählt habe, dass man ihm telefoniert hat, was ist mit der Wasserleiche, begann damit, dass die Mutter aus dem Bad hinaufsteigt und er sieht, die Mutter aus dem Wasser herauszukommen. Und dann sagt er darauf, jetzt weiß ich, ich wollte nicht die Katze töten, ich wollte die Mutter ertränken. Das Interessante ist, dass nach einer Stunde, nach dieser Stunde, ist der Mann maximal, also optimal gesund geworden. Nie mehr hat er diese nächtliche Pseudoangina pectoris Anfälle bekommen. Aber weil er eben im Charakter auch geschädigt war, habe ich die Analyse noch einige Monate fortgesetzt. Und da hat er Träume gebracht, wo er mit 2 Onkel zusammen war, die berühmte Ärzte waren. Und nach 4 Monaten fragte er mich, wie wäre, wenn ich Arzt werden könnte. Da habe ich gesagt, Sie können, aber Sie müssen zuerst die Matura ablegen. Der Mann war damals 38 Jahre alt. Dann hat er die Matura abgelegt, dann ist er nach Innsbruck von Amerika, hat 7 Jahre Medizin studiert, dann ist er Psychoanalytiker geworden in einem jesuitischen Spital und heute ist er ein sehr guter Psychoanalytiker geworden. Woraus man also deutlich ersieht, dass die Schicksalsanalyse eben nicht so deterministisch, sondern befreiend wirken kann in der Therapie. Die Schicksalsanalyse hat diesen Vorteil, dass sie die Möglichkeiten, die Existenzmöglichkeiten der Person zeigen kann, sichtbar machen kann. Und wenn ich meine Existenzmöglichkeiten sehe, dann kann ich sagen, jetzt können Sie wählen. Und da kommt eigentlich das, obwohl die Wahl frei ist, aber die Möglichkeit ist begrenzt. Ich kann nicht eine Möglichkeit wählen, die ahnenmäßig in mir nicht drin ist. Und dort hat man also den Zusammenschluss von Freiheit und notwendiger Beschränkung. Ja. Und darum ist ja richtig, was ein großer Philosoph sagt, dass Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Die Einsicht, diese Einsicht in die Notwendigkeit gibt den Leuten die Schicksalsanalyse. Wenn man dann auf den Werdegang
diese Schicksalsanalyse zurückblickt, dann trifft man da viele Widerstände an, trotzdem. Wie kommt es eigentlich dazu, dass, genau wie die Psychoanalyse, auch die Schicksalsanalyse auf so viele Widerstände trifft? Der Widerstand, die eine Quelle des Widerstandes, ist eben der Narzissmus. Die Leute können sich nicht damit abfinden, dass die kranke Ahnen ihre Wahlhandlungen lenken. Aber nicht nur die kranke. Dieser Beispiel des Katzenmannes hat ja gezeigt, dass eben die gesunde Ahnen seine Wahl gelenkt hat. Die Leute können ihren Narzissmus nicht überwinden. Sie wollen eine hundertprozentige Freiheit. Und sowas gibt es nicht. Freiheit bedeutet nach diesen Philosophen gerade die Einsicht in die Notwendigkeit, dass man Grenzen, dass man selbst Grenzen stecken muss, wie weit ich frei bin. Und diese Grenzen sind eben die Ahnen, die einen fehlen. Die kann ich nicht wählen. Und wie stehen Sie denn am Ende eines solchen Forscherslebens selbst jetzt zur Forschung? Die Forschung war sozusagen zu guter Letzt Ihr eigenes Schicksal, die positive Verarbeitung Ihres Schicksals. Das ist wahr, das ist wahr. Ich möchte mit einem Satz antworten. Hölderlin hat Folgendes gesagt, dass wir sind nichts. Was wir suchen, ist alles. Und wer wirklich forschen will, der darf nicht narzisstisch sein. Der muss im Premierplan das Objekt stellen, was er sucht. Weil was du suchst, das ist alles.